Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 40, Dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten IAA aus schwerer Schlag für Automobil- und Messestandort Hessen, Drucksache 21/44 aus 20, zusammen mit dem Dringlichen Antrag Fraktion der AfD, IAA-Weggang führt zu hohem Schaden für die hessische Wirtschaft und die Messegesellschaft sowie zu einem Ansehensverlust Hessens, Drucksache 21/50 aus 20, zusammen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Frankfurt bleibt innovative Mobilitätsstadt der Zukunft, Drucksache 21/59 aus 20. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Und als Erstes hat sich seitens der FDP Herr Dr. Naas gemeldet. Keine Chefsache. Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, Herr Staatsminister Al-Wazir, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestern Abend war ein schwarzer Tag für Frankfurt, ein schwarzer Tag für Rhein-Main und ein rabenschwarzer Tag auch für Hessen. Gestern Abend haben wir die IAA, die größte deutsche Messe, verloren. Sie wird 2021 nicht in Frankfurt ausgetragen. Es ist ein sehr, sehr, sehr herber Schlag für die hessische Wirtschaft, für die Gastronomie, für das Handwerk, aber auch und insbesondere für den Messeplatz Frankfurt. Wir haben ein Juwel verloren, um das uns die ganze Welt, nicht nur Deutschland, beneidet. Und die IAA gehörte für uns, ich glaube für uns alle, zur DNA Hessens. Das ist etwas, was uns ganz besonders ausgezeichnet hat, diese Weltoffenheit. Es geht da um 53.000 Arbeitsplätze, die mit der IAA und der Automobilindustrie in Hessen zusammenhängen. Und es geht um eine Wertschöpfung von 17 Milliarden €. Und das ist kein Pappenstiel. Die IAA hat ja nicht in Frankfurt angefangen, historisch, sondern sie hat in Berlin angefangen. Und sie ist nach Frankfurt gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen steht die IAA auch für den Aufstieg Hessens, den Aufstieg der hessischen Wirtschaft, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die IAA, um das auch an der Stelle gleich deutlich zu sagen, weil wir ja auch über die Messe noch diskutieren werden, sicherlich, die hat auch alle Krisen bisher überstanden in Frankfurt. Die Ölkrise 1973, wo kein Auto gefahren ist auf der Autobahn, das hat sie alles überstanden. Aber sie hat leider nicht den Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann, und den hessischen Wirtschaftsminister überstanden. Sie ist jetzt für Frankfurt verloren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Herr Ministerpräsident, Sie haben gekämpft. Ich möchte Sie ausdrücklich ausnehmen. Sie haben gekämpft. Sie haben aber gekämpft, als die Suppe schon versalzen war. Denn es ist hier auch in diesem Haus ein Kulturkampf gegen das Auto geführt worden, gegen den Individualverkehr und gegen die, Herr Wagner, Ihr Wort, Dinosauriermesse. Und der Herr Boddenberg hat ja sogar noch geklatscht, als der Grünen-Kollege Wagner ausrief, nicht der Frankfurter Oberbürgermeister ist es, der die IAA gefährdet, sondern die Branche schafft das schon ganz alleine. Kompliment, Kompliment, Kompliment. Ihre Strategie, Herr Boddenberg, gestern Abend war übrigens eine andere. Und wenn ich mir Ihren Antrag so angucke, ist ja jetzt der Sündenbock wohl auch der Oberbürgermeister von Frankfurt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die hessische Landesregierung und der Wirtschaftsminister kommen hier nicht raus. Und Sie sind ja auch bis zum Schluss einer Fehleinschätzung aufgesessen. Sie haben ja bis zum Schluss getwittert, in Ihrer Kommission, die dorthin gefahren ist, dass der Funke übergesprungen sei, die neue Mobilitätsmesse ist dann in Frankfurt wieder angesiedelt. Leider sind Sie noch nicht einmal in die zweite Runde gekommen. Das muss man ja auch mal sagen. Noch nicht einmal in die zweite Runde, in die letzten vier. Sie sind in der ersten Runde bereits ausgeschieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist eine weitere Fehleinschätzung. Und das ist leider auch sehr bitter für Frankfurt. Ich kann Ihnen sagen, weil wir ja auch immer darüber diskutieren, was darf man? Darf man seine Meinung sagen als Oberbürgermeister? Darf man solche Veranstaltungen nutzen, auch um sich dann als Zensuropfer darzustellen? Ich kann nur sagen, für die Wirtschaftsförderung Frankfurt war dies alles äußerst schädlich. Der Frankfurter Oberbürgermeister hat der IAA in Frankfurt aktiv geschadet, und er muss sich überlegen, ob er da richtig auf der Position ist. Meine
Sehr verehrte Damen und Herren, der Verkehrsminister hat sein Ziel erreicht. Der Verkehrsminister hat, ja, wäre eine Variante. Der Verkehrsminister hat sein Ziel erreicht. Die Dinosauriermesse, die Mobilitätsmesse wird zukünftig nicht mehr in Frankfurt stattfinden. Aber der Wirtschaftsminister, das kann ich Ihnen sagen, der steht vor einem rot-grünen Scherbenhaufen. Das ist ein ganz bitterer Tag für Hessen. Vielen Dank. Danke, Herr Naas. Für die AfD-Fraktion hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Lambrou gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA, fand fast 70 Jahre lang ununterbrochen in Hessen statt. Für diese hessische Erfolgsgeschichte haben engagiert und zuverlässig die jeweils Verantwortlichen der Messegesellschaft sowie die Politiker in Frankfurt als auch auf Landesebene gesorgt. Gestern nun hat der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA, diese Erfolgsgeschichte beendet. Kein Wunder angesichts der schäbigen Behandlung der Automobilindustrie durch wichtige, verantwortungsvolle Politiker hier in Hessen seit einigen Jahren. Was für ein Verlust an Reputation, an Tradition und an Wirtschaftskraft für die Messestadt und die gesamte Region, schreibt heute die FAZ, und recht hat sie. Allein das Handwerk in Frankfurt und der Region macht mit der Messe rund 100 Millionen € Umsatz, erklärte gestern der Präsident der Handwerkskammer Bernd Ehinger. Was für ein Verlust. Peter Feldmann, SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt, ist bereits 2017 schäbig mit der IAA umgegangen. Das führte dazu, dass er 2019 zur Eröffnung der IAA überhaupt keine Rede mehr halten durfte. Er ließ dann einfach den Text veröffentlichen, und im Manuskript war unter anderem zu lesen, Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUVs. An dieser Stelle, wie kommt Peter Feldmann eigentlich zur Arbeit? Der Trend bei ihm geht bestimmt nicht zum Dienstfahrrad, oder? Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag hat seinerzeit im September 2019 übrigens als erstes den Rücktritt von Peter Feldmann als Vorsitzenden der Messegesellschaft gefordert. Mein Kollege Klaus Gagel fragte damals die Landesregierung, Herr Minister Al-Wazir, Herr Minister Schäfer, als verantwortliche Aufsichtsräte der Messe Frankfurt GmbH fordern wir Sie auf, geben Sie Vollgas, um die IAA in Frankfurt zu halten, und bewegen Sie Herrn Feldmann als Aufsichtsratsvorsitzenden zum Rücktritt. Das traurige Ergebnis kennen wir ja leider seit gestern. Meine Damen und Herren, ich will es ganz klar sagen. Wir verstehen die Entscheidung des VDA, Frankfurt und Hessen, den Rücken zu kehren nach mehr als 70 Jahren, als eine politische Entscheidung und eine politische Botschaft, und zwar an die verantwortlichen Politiker des Landes Hessen. Und wenn sich Politiker verantwortungslos verhalten, dann sollten sie persönliche Konsequenzen ziehen. Mein Landtagskollege Klaus Gagel hat deshalb gestern den Rücktritt von Peter Feldmann als Oberbürgermeister gefordert. Zu Recht, und ich wiederhole es hier und jetzt noch einmal mit Nachdruck, Herr Feldmann, übernehmen Sie Verantwortung und treten Sie als Aufsichtsratsvorsitzender der Messegesellschaft und als Oberbürgermeister zurück. Meine Damen und Herren, zur IAA 2019 kamen nur noch 500.000 Besucher. Noch vor wenigen Jahren waren es 900.000. Aber ist das ein Wunder angesichts der massiven Angriffe auf die IAA 2019, welche auch die Hessische Landesregierung mit befördert hat? Innenminister Peter Beuth, CDU, hat z. B. am 14. September 2019 Fahrraddemonstrationen auf drei Autobahnen genehmigt, Fahrradsternfahrten auf gesperrten Autobahnen zu IAA, wo dann die Polizei zuschaute, wie die Eingänge zur Messe von aggressiven Demonstranten teilweise blockiert wurden. Klarer als mit dieser völlig unnötigen Sperrung von Autobahnen für Fahrradproteste kann man als Landesregierung nicht Stellung gegen die IAA beziehen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Bouffier, haben Sie Ihre Minister eigentlich noch im Griff? Ihnen nehme ich es nämlich persönlich ab, dass Sie die IAA in Frankfurt halten wollten und nach den desaströsen Ereignissen vieles unternommen haben, um die Sache noch zu retten. Sie werden dennoch als der Ministerpräsident in die Landesgeschichte eingehen, der völlig ohne Not nach 7 Jahrzehnten die mit Abstand wichtigste Messe für Hessen dauerhaft verloren hat.
An der Messegesellschaft Frankfurt hält das Land Hessen 40% der Anteile. Im Aufsichtsrat sitzen für die Landesregierung der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der CDU-Innenminister Peter Beuth und der CDU-Finanzminister Thomas Schäfer. Aber den Ton geben dort anscheinend nicht drei ausgewachsene schwarz-grüne Landesminister an, nein, sondern ein SPD-Oberbürgermeister, der sich schon beim Thema AWO heillos verstrickt hat. Diese IAA-Entwicklung ist aus unserer Sicht übrigens nur ein Vorgeschmack, was es den Bürgern in Hessen bevorsteht, wenn es in dieser de facto zunehmend von autofeindlichen Grünen geführten Landesregierung immer ideologischer zugeht und eine zunehmend populistisch entkernte CDU, die grüne Wohlfühlpopulisten, übrigens ein Zitat des SPD-Politikers Thorsten Schäfer-Gümbel, hemmungslos walten und zigtausende hessische Arbeitsplätze vernichten lässt. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich Sie erinnern, gestern setzte die grün-schwarze Landesregierung in Hessen drei neue Fahrradprofessuren durch. Die Erforschung einer zukunftsweisenden Technologie kann beginnen. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Wagner zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Naas! Sie haben es ja immerhin 90 Sekunden in Ihrer Rede geschafft, darüber zu reden, worum es eigentlich geht, nämlich um einen schweren Einschnitt, den wir erlebt haben mit der Entscheidung des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, die IAA nicht mehr in Frankfurt auszutragen. Das ist ein schwerer Einschnitt mit großen Konsequenzen für die Gastronomie, für das Hotelgewerbe, für den Einzelhandel. Aber, Herr Kollege Naas, ich frage mich dann schon, ob die restlichen 3,5 Minuten, wo Sie sich nicht mehr mit dem Standort beschäftigt haben, wo Sie sich nicht mehr mit der Zukunft der Mobilität beschäftigt haben, wo Sie sich nicht mehr mit der internationalen Automobilausstellung beschäftigt haben, sondern einzig und allein mit kleinkarierter Parteipolitik, ob das der Bedeutung des Standortes gerecht wird, meine Damen und Herren. Wenn es Ihnen um die Sache geht, Herr Kollege Naas, dann gehe ich davon aus, dass Sie, wenn es Ihnen um die Sache geht, dann gehe ich davon aus, dass Sie den gleichen Antrag ja heute auch in den Landtag von Nordrhein-Westfalen eingebracht hat. Weil wenn das alles so einfach ist, wie Sie das hier darstellen, dann hätte es ja Ihr Wirtschaftsminister, Herr Pinkwart, in Nordrhein-Westfalen ja wohl schaffen müssen. Stattdessen hat Köln auch nicht den Zuschlag bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und was gar nicht geht, ist die Umdeutung der Wirklichkeit, damit die kleine parteipolitische Münze funktioniert. Richtig ist, dieser Landtag hat sich in seltener Einmütigkeit dafür eingesetzt, dass die internationale Automobilausstellung in Frankfurt bleibt. Richtig ist, dass die Landesregierung alle Anstrengungen unternommen hat, um auf das neue Konzept, das der Verband der Automobilindustrie vorgelegt hat, einzugehen. Richtig ist, dass Frankfurt und die Rhein-Main-Region nach wie vor ein hochattraktiver Standort für eine solche Ausstellung sind, meine Damen und Herren. Und richtig ist aber auch, dass wir leider Reisende nicht aufhalten konnten. Der Verband der Automobilindustrie war der Meinung, dass das neue Konzept, das er jetzt auf den Weg gebracht hat, nur an einem neuen Standort realisiert werden kann. Das bedauern wir ausdrücklich, das teilen wir auch ausdrücklich nicht. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, was der Verband der Automobilindustrie nicht braucht, was die deutsche Automobilindustrie nicht braucht, was die hessische Automobilindustrie nicht braucht, sind die Für- und Lautsprecher der FDP. Das brauchen Sie wirklich nicht. Und wenn Sie hier kritisieren wollen, wenn Sie kritisieren wollen, dass Menschen ein neues Konzept für diese IAA gefordert haben, dann darf ich Ihnen einmal vortragen, was der Verband selbst als sein neues Konzept ausgegeben hat. Und das sind die Einzigen, die alt aussehen, Sie.
weil das, was Sie vertreten als Konzept für eine Automobilindustrie, für die Automobilausstellung, vertritt selbst die Industrie nicht mehr. Ich zitiere aus der Pressemitteilung vom 22. November 2019, Verband der deutschen Automobilindustrie, zum zukünftigen Konzept, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Die Pressemitteilung ist überschrieben mit IAA, wird von der reinen Automesse zur Mobilitätsplattform. Es geht weiter in dieser Pressemitteilung. Natürlich steht für uns weiterhin das Automobil im Mittelpunkt, aber wir werden für die kommende IAA auch die Verbindung mit anderen Verkehrsträgern suchen und den Dialog mit den Menschen darüber, wie wir Verkehr künftig gestalten werden. Ich zitiere weiter. Zudem sucht die Branche den Dialog mit Bürgern sowie automobilkritischen Gruppen in Form von Dialogveranstaltungen. Und da will uns die FDP hier erzählen, der Verband der deutschen Automobilindustrie könne mit modernen Mobilitätskonzepten und mit Kritik nicht umgehen. Sie sind in der Vergangenheit stehen geblieben von der FDP. Das, was Sie wollen, will noch nicht einmal die Automobilindustrie. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Und wenn Sie noch einen Beweis haben wollen, dass Sie die Automobilindustrie nicht die Für- und Lautsprecher der FDP braucht, schauen Sie sich einfach die Pressemitteilungen aus dem Monat Januar des Verbands der deutschen Automobilhersteller an. Zehn Stück insgesamt. Zwei der zehn beschäftigen sich mit der Zukunft der IAA und der Weiterentwicklung zur Mobilitätsmesse. Vier der zehn Pressemitteilungen beschäftigen sich mit ökologischen Themen. Wer den Schuss nicht gehört hat, ist die FDP im Hessischen Landtag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wagner. Meine Damen und Herren, ich darf einfach daran erinnern, dass Lautstärke nicht unbedingt zur lebhafteren Debatte beiträgt, sondern einfach nur zur unverständlicheren. Als nächstes hat sich für die CDU-Fraktion Ihr Vorsitzender, Herr Boddenberg, gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will es einmal versuchen, Matthias Wagner, und das war ja auch gestern Abend schon bei den Fachverbänden, das Thema nicht im Parteienstreit, wenngleich es nach der Debatte bisher durchaus schwerfällt. Aber in Richtung der SPD will ich schon sagen, nicht so lange lachen, das geht alles von meiner Redezeit weg. Hier ist der Oberbürgermeister einmal losgelöst von seiner Parteienzugehörigkeit schon eine Person, über die man nicht nur in dieser Frage, sondern auch in anderen Fragen reden muss, nämlich wenn es um seine Verantwortung als Chef einer Stadtregierung, einer Verwaltung geht und um seine Aufgaben in einer Messegesellschaft. Und Frau Faeser ist jetzt da, das ist gut. Weil mit Thorsten Schäfer-Gümbel habe ich darüber mehrfach gesprochen. Ich könnte auch andere Beispiele nennen, beispielsweise seine Funktion im Aufsichtsrat der Fraport, wo dieser Oberbürgermeister völlig losgelöst von dem, was eine hessische SPD Land auf Land ab erklärt, eigene Politiken macht zum Schaden dieses Unternehmens und zum Schaden der gesamten Region und unseres Landes. Also, es ist kein Einzelfall. So, und mit Blick auf die letzten Tage und die Bewerbung der Stadt Frankfurt beim VDA will ich ausdrücklich sagen, die FDP wird zu der gleichen Erkenntnis kommen wie DIE LINKE, Herr Kollege Rock, Herr Kollege Dr. Naas. Frau Wissler hat letzte Woche festgestellt, eine schockierend stabile Koalition. Das werden Sie demnächst wahrscheinlich auch so in Überschriften platzieren, weil es Ihnen ganz sicher nicht gelingen wird, dass Sie einen Keil, auch nur ein Keilchen treiben in diese Koalition. Denn aus eigener Beobachtung und Mitwirkung der letzten Tage darf ich Ihnen sagen, der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister waren dort eins zu eins im gleichen Boot, in der gleichen Art und Weise unterwegs, um zu helfen, dass es nicht gelungen ist. Darüber ist hier viel, ich finde, auch Richtiges gesagt worden, weil es innerhalb der Automobilindustrie, innerhalb der Verbände, nicht nur zur Messe, sondern generell zu ganz vielen großen Fragen der Automobilwirtschaft sehr unterschiedliche Auffassungen, aber auch begonnene Veränderungsprozesse gibt.
Aber ich will ausdrücklich diesem Wirtschaftsminister danken, weil er mit in Berlin war. Und ganz besonders danken, das will ich auch noch einmal sagen, das wird man ja wohl noch einmal machen dürfen. Ganz besonders Danke sagen möchte ich dem Markus Frank aus Frankfurt. Ich habe mehrfach mit ihm telefoniert. Ich fand das Konzept klasse, was er entwickelt hat, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und das darf man auch einmal sagen, wenn man am Ende nicht erfolgreich war. Kolleginnen und Kollegen, ja, und wir reden über Veränderungsprozesse auch beim Messen. Und ich sage mal, als kleiner Mittelständler und Unternehmer, ich nehme solche Ereignisse, wenn sie denn passieren, dass man auch mal nicht erfolgreich war, zum Anlass zurückzublicken, zu schauen, was hätte man besser machen können. Das ist völlig d'accord. Aber ich gucke dann auch mal nach vorne. Ich gucke dann nach vorne und stelle zwei, drei Dinge fest, die, glaube ich, wir zur Kenntnis nehmen müssen und die auch eine Messe Frankfurt und eine Stadt Frankfurt längst realisiert hat, nämlich enorme Veränderungsprozesse in der Wirtschaft und im Abbild auch der Messelandschaft. Und ich könnte CeBIT sagen, eine Messe, die, ich glaube, alle, die hier im Raum sind, irgendwie vor Augen haben, die es schlichtweg gar nicht mehr gibt. Ich könnte die Hannover-Messe nennen, die der IAA gegenüber einen Vorteil hat. Die kann man nicht verlagern. Die Hannover-Messe, die findet halt nur mal in Hannover statt. Aber wenn Sie sich die Entwicklung dieser Messe anschauen, dass Teile sich völlig absentiert haben, leider ein Building am Ende mit 200.000 Besuchern in Frankfurt gelandet ist, das war früher mal ein wichtiger Bestandteil der Hannover-Messe, dann ist es ja nicht nur in der Automobilwirtschaft und Messelandschaft dort so, dass es Veränderungsprozesse gibt, sondern die gibt es weltweit. Und übrigens bei den Automobilmessen muss man, das gehört soweit dazu, auch sagen, da haben, wenn man sich die reinen Besucherzahlen anschaut, einige Messen weltweit, Frankfurt ein bisschen, der IAA ein bisschen den Rang abgelaufen. Aber auch das hat unterschiedliche Gründe, weil in manchen Volkswirtschaften die Automobilität, die Individualität des Automobilverkehrs noch anders ist als bei uns. Ich sage bewusst noch, aber noch, wenn Sie nach Asien schauen, haben die manche Debatte jedenfalls noch nicht in der Fülle, wie wir sie haben, indem wir sagen, Mobilität ist mehr als nur Autofahren, sondern das ist weit darüber hinaus. Und das ist eben von Matthias Wagner angesprochen worden. So weit ist ja selbst der VDA, und da stimme ich Ihnen dann schon zu, und das ist noch einmal dann doch Parteienstreit. Da sage ich, ist dieser Verband offensichtlich weiter als manche in der FDP. Ich glaube nicht, dass alle in der FDP so ticken, wie es hier vorgetragen worden ist. So, und ich sage auch mal vielleicht abschließend, ich möchte auch ein Danke sagen der Messegesellschaft, Herrn Marzin und der Truppe dort, wenn ich das so salopp sagen darf. Ich habe mit ihm und mehrfach mit ihm telefoniert, auch im Vorfeld. Die haben auch von ihrer Seite unglaublich viel beigetragen, dass wir einen ordentlichen Auftritt hatten. Ich glaube, das wird niemand bestreiten. Selbst Herr Feldmann hat es ja am Ende gelobt, dass Herr Al-Wazir und Herr Frank dort und wie sie dort gestritten haben. Aber diese Messe hat auch eine große Zukunft vor sich. Diese Messe hat im letzten Jahr eine Dreiviertelmilliarde umgesetzt. Diese Messe hat im letzten Jahr 54 Millionen Ertrag erwirtschaftet. Das ist Geld zur Weiterentwicklung der Messe. Die Halle 5 wird neu gebaut. Es wird ein neues Hotel entstehen mit 33 Stockwerken. All das findet zurzeit statt. Das ist die mit Abstand erfolgreichste Messegesellschaft der Welt, darf man sagen. Das ist ein Verlust, die IAA nicht mehr zu haben, für die nächste Zeit jedenfalls. Vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Aber ich glaube, wir sollten nach vorne schauen, die Potenziale sehen, die wir dort haben mit der Buchmesse, mit der Automechanika, mit der Hypermotion, einer Hightech-Messe, wenn es um Mobilität geht. Also, ich gucke ab jetzt nach vorne. Trotzdem gucken wir auch noch einmal zurück, was möglicherweise schiefgelaufen ist. Vielen Dank. Danke, Herr Boddenberg. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Eckert das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir bedauern die Entscheidung des VDAs vom gestrigen Tag, die IAA künftig nicht mehr in Frankfurt, nicht mehr in Hessen auszurichten. Nachdem seit 1951 die IAA alle zwei Jahre in Frankfurt ihren Platz hatte und es sich, wie ich finde, zu Recht in den letzten Jahren eine intensive Diskussion darum entfesselt hat, wie die Ausrichtung und die Aufstellung dieser Messe in der Zukunft aussehen hat, so hat sich die Messe Frankfurt und die Stadt Frankfurt mit einem, wie wir finden, inhaltlich guten und mit einem überzeugenden Konzept um die Ausrichtung einer ganzheitlichen Mobilitätsmesse beworben. Da bin ich mir mit vielen, was man heute in der Presse nachlesen kann, einig. Da bin ich mir auch einig mit dem Ministerpräsidenten und dem Wirtschaftsminister, die beide, Herr Bouffier ein gutes Konzept und Herr Al-Wazir ein wirklich gutes Konzept, jeweils es beschrieben haben. Da sind wir einer Meinung.
Aber ich finde auch, es ist in meinen Augen eine Art Überkompensation des VDAs hinsichtlich der Kritik an Ihnen und Ihrer Messe, jetzt gleichsam Ihren angestammten Standort einfach zu verlassen und deutlich zu machen als PR nach draußen, wir haben verstanden. Das mache ich ein Fragezeichen, ob Sie verstanden haben. Aber das ist der eigentliche Grund, warum der VDA aus Frankfurt geht. Gerade der Verband hat sich über diese diese Diskussion in den letzten Jahren nicht gekümmert. Kollege Wagner hat ein bisschen etwas zitiert, wo offensichtlich eine Veränderung eintritt. Deswegen glaube ich, dass Frankfurt ein idealer Standort gewesen wäre, auch für eine moderne Messe in einer neuen Konzeption, gerade rund, wenn da Diskussionen in der Gesellschaft auch geführt werden, rund um das Dieselfahrverbot, rund um die Frage Sperrung nördliches Mainufer. All diese Themen, die sozusagen gesellschaftlich auch spannend sind, damit wir einen Weg finden für die Mobilität der Zukunft und immer wieder die Frage diskutieren, welchen Platz darin das Auto in dieser Mobilität der Zukunft hat. Deswegen wäre Frankfurt ein guter Standort gewesen, meine Damen und Herren. Und wenn wir auch viele von Ihnen, ich auch, wir waren ja auch jeweils Gast auf der IAA und haben uns dann auch viel angeschaut, was gerade aus Hessen dort mit präsentiert wird. Wäre auch im Sinne von Wirtschaftspolitik und Industriestandort Hessen auch diese Messe in Frankfurt wichtig gewesen, damit auch viele Unternehmen, die schon weiter sind als mancher Verbandsvertreter, deutlich machen, wie Mobilität der Zukunft aussehen kann, andere Mobilitätsangebote auch entwickelt. Das war ein Ansatz, und ich hätte den ehrlicherweise in Hessen gerne gesehen. Wir haben als Landespolitik natürlich, glaube ich, auch aus so einer Entscheidung jetzt aber auch einen Weckruf zu entnehmen. Nämlich, wie gehen wir eigentlich mit unserem Industriestandort um? Wie gehen wir mit der Automobilindustrie um? Und wie schaffen wir es in einem Trialog, ich habe es Ihnen gestern auch schon einmal gesagt, gemeinsam mit Unternehmen und Gewerkschaften und der Politik, diesen Standort weiterzuentwickeln, Antworten zu entwickeln? Auch das wäre jetzt gerade nicht nur bedauern, sondern sagen, was wir machen. Ja, Herr Pentz, Sie sagen nur, so ist es, nur das passiert leider Gottes nicht. Das ist ja mein Problem, meine Damen und Herren. Und deswegen, Herr Pentz, die Zwischenrufe bestätigen es, auch eben die Redebeiträge. Wir sollten nicht um dieses Thema kreisen, wer hat wann, wo, wie eventuell irgendwann mal was zur IAA gesagt, sondern das frage ich Sie im Ernst. Das frage ich Sie alle im Ernst. Glauben Sie im Ernst, dass Sie dem können Sie dem VDA dieses kleine Karo unterstellen, dass Sie annehmen, dass kritische und, wie ich finde, zu Recht kritische Äußerungen eines Oberbürgermeisters einen der wichtigsten und mächtigsten Unternehmerverbände dieses Landes dazu bringen, Ihren Messestandort zu verlassen? Das glauben Sie doch im Ernst nicht, meine Damen und Herren. Ich rate Ihnen, lesen Sie dazu gerne auch bei Twitter von Axel Hellmann von heute Morgen, der Ihnen deutlich gesagt hat, Zitat, er spart uns Gejammer und Schuldzuweisungen, Chance für Frankfurt Rhein-Main sehen und nutzen. Ich finde, das ist ein Ansatz. Und in der Tat, da haben wir Baustellen zu tun, auch bei uns. Was machen wir als Alternative? Ich habe gestern schon die Gamescom in Frankfurt auch mal schon mal in den Raum geworfen, all diese Debatten. Aber das ist nicht das Thema des heutigen Tags. Und deswegen die bedauerliche Entscheidung des VDAs auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite manche Äußerungen, das will ich jetzt hier auch deutlich machen. Bei so Gelegenheitstwitterern wie Herrn Bellino, ja, der wie gestern, wie ich finde, völlig inakzeptabel und unangemessen dieses Thema auch kommentiert hat. Und das, was wir heute hier auch an Geheule aus dem entsprechenden Teil des Hauses hören, will ich Sie ernsthaft was fragen. Wenn es in Ihren Augen ein Problem ist, dass gewählte Amtsträger in unserem Land erstens die Wirtschaft an Recht und Gesetz erinnern und zweitens die inhaltliche Weiterentwicklung der Messe in ihrer früheren Form anmahnen, dann ist das nicht verwerflich, dann ist das gut, es ist richtig. Und ich frage mich ehrlich, warum haben Sie eigentlich ein Problem, wenn man die Einhaltung von Recht und Gesetz einfordert, meine Damen und Herren? Herr Eckert, ich fordere die Einhaltung der Redezeit ein. Deswegen wir bedauern die Entscheidung des VDAs gegenüber dem Standort Frankfurt, gegenüber Hessen. Wir haben aber den Weckruf, als Landespolitik zu hören, wie wir uns mit dem wichtigen Industriethema auch Mobilität, Automobilstandort beschäftigen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, eben nicht darüber zu diskutieren, was, wie, wo, was, sondern wie geht es weiter. Denn die Zukunft, die gilt es zu gestalten, meine Damen und Herren. Danke, Herr Eckert. Für die Linken hat sich Ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Wissler, gemeldet. Ja.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss sagen, ich finde es ja eigentlich schon beeindruckend, was der Verband der Automobilindustrie wieder das hinbekommen hat. Also, das muss man sich mal vorstellen, dass die Autokonzerne jahrelang betrogen haben, getrickst haben, Grenzwerte nicht eingehalten haben und ihre Kunden beschissen haben, immer größere und PS-stärkere Autos gebaut haben in Zeiten des Klimawandels und eine IAA unterhalten, die seit Jahren in der Krise ist, die so viel Glaubwürdigkeit und Ansehen verloren hat. Aber statt dass die Politik gemeinsam die Automobilindustrie in die Schranken weist, mal darauf hinweist, dass Grenzwerte keine unverbindlichen Empfehlungen sind und an Recht und Gesetz erinnert, buhlen mehrere deutsche Großstädte, um die Gunst des VDA, die IAA in Zukunft ausrichten zu dürfen. Ja, ganze Stadt- und Landesregierungen bewerben sich beim VDA um die Messe. Das beschert der IAA und dem VDA endlich mal wieder gute Presse. Dazu versuchen sie noch ein bisschen mit Öko-Geschwätz und Greenwashing sich ein besseres Image zu verpassen. Und jetzt streiten Politiker aller Parteien in Hessen darum, wer jetzt eigentlich schuld daran ist, dass die IAA nicht mehr in Frankfurt ist. Das ist doch absurd. Und da muss ich sagen, Respekt, Frau der Verband der Automobilindustrie, wie man das hinbekommen hat. Ich meine, jetzt streiten alle miteinander, ob der Frankfurter Oberbürgermeister, der grüne Wirtschaftsminister, der Ministerpräsident oder wer auch immer an der Sache dran schuld ist. Ja, und der VDA, der all diese Krise selber verursacht hat seiner Branche, ist fein raus, kann sich zurücklehnen und sich anschauen, dieses unwürdige Schauspiel hier. Also will ich einfach mal feststellen, weil das die Krise der IAA, die Krise der IAA hat doch nichts mit den Kritischen, mit der Kritik zu tun. Seit 2015 haben sich die Besucherzahlen fast halbiert. Die Zahl der Aussteller ist um 100 zurückgegangen, über 100 zurückgegangen. Und gleichzeitig haben viele Menschen gegen die IAA protestiert. Ja, zu Recht, gegen die Automobilindustrie, gegen die herrschende Verkehrspolitik. Und das haben im letzten Jahr mindestens 25.000 Menschen getan. Und das sind doch Probleme, die die Branche selbst verschuldet hat. Wenn man jahrelang eben trickst und betrügt, dann darf man sich doch nicht wundern, wenn man am Ende ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Und ja, das hat die Branche sich selber zuzuschreiben. Und natürlich ist es, Herr Pentz, natürlich ist es, ja, ja, es ist in der Tat sehr ärgerlich, dass unter der selbstgemachten Krise der Automobilindustrie auf Selbstfindungskurs jetzt mal wieder die bearbeitenden Menschen leiden müssen. Menschen, die bisher, das sage ich doch gerade, ja, die müssen wieder darunter leiden, was die Automobilindustrie für falsche Entscheidungen trifft. Ganz richtig. Die Menschen, die bisher auf der IAA ihr Geld verdient haben, als Handwerker oder als Dienstleister, genau die müssen wieder darunter leiden. Natürlich ist das das Ärgerliche. Aber die Schuldzuschreibungen an die Landesregierung, den grünen Minister, den Oberbürgermeister oder die Demonstranten noch gar, das ist doch in diesem Fall völlig fehl am Platz. Wer auf Probleme aufmerksam macht und eine Industrie kritisiert, der ist doch nicht schuld an den Problemen. Und den kann man doch danach nicht kritisieren, wenn der Verband der Automobilindustrie diese Entscheidung trifft. Und gerade eine Partei, die dauernd von Meinungsfreiheit blökt, ja, also von der sollte ja erst recht nicht gesagt werden, dass ein Oberbürgermeister seine Meinung nicht äußern darf, meine Damen und Herren. Frau Wissler, ein bisschen mehr Mäßigung. Blöken nehmen wir zurück. Und ja, es gibt Branchen, Messen, die sich auch mit der Zeit überleben, wenn sie sich nicht verändern. Und ja, da hat Herr Wagner doch recht. Natürlich war die IAA eine Dinosauriermesse, weil sie nicht bereit war, sich zu ändern. Und natürlich ist diese Neuerfindung, die jetzt stattfinden soll, die jetzt an einem neuen Ort stattfinden soll, damit ist es doch nicht getan. Man braucht ein neues Konzept und nicht einfach einen neuen Ort. Und dabei muss man auch erkennen, dass man auf einem strategischen Irrweg ist. Angesichts der Klimakrise sagt die Automobilindustrie, wir haben verstanden, wir bauen jetzt 400 PS SUVs mit einer Tonne Batterien und machen ansonsten weiter wie bisher. Das ist doch keine Strategie. Ja, und deswegen sind die Proteste eben auch notwendig. Und wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel angesichts von Klimawandel, Schadstoffen und Flächenverbrauch. Und deshalb brauchen wir, finde ich, eine Neuausrichtung der IAA insgesamt, an welchem Ort jetzt auch immer, weil das Konzept muss sich ändern. Es muss eine nachhaltige Mobilitätsmesse werden und nicht einfach den Ort wechseln, weil die Probleme werden doch bleiben.
Und vollkommen klar, natürlich war das auch ein mediales Manöver der IAA, jetzt zu sagen, noch hastig. Danke. Jetzt zu sagen, sollen sich doch mal Städte um uns bewerben und sich darum buhlen, dass sie die Messe ausrichten können. Aber es ist doch vollkommen klar, wenn die Automobilindustrie sich nicht verändert, dann kann sie zwar den Ort wechseln, aber ich wage mal vorherzusagen, dass im Jahr 2021 es auch weiterhin Kritik geben wird und es auch weiter Proteste geben wird gegen die IAA, ob die jetzt in Berlin, in Hamburg oder in München stattfindet. Diese Proteste wird es geben, und diese Proteste hat sich die Branche selber zuzuschreiben. Und ich halte es für relativ unwürdig, sich gegenseitig die Vorwürfe zu machen, wer daran jetzt schuld ist. Ich finde, man sollte mal gemeinsam dafür sorgen, dass die Automobilindustrie sich in diesem Land an Recht und Gesetz hält, wie jeder andere das auch tun muss. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht nun Herr Ministerpräsident Bouffier. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Die Vorentscheidung des VDA ist doch in jeder Hinsicht enttäuschend. Ja, das ist mehr als bedauerlich. Und, Frau Kollegin Wissler, vielleicht mit einer Ausnahme, die Sie für Ihre Fraktion hier vorgetragen haben, gibt es ja in dem Haus wahrscheinlich auch gelegentlich Gemeinsamkeiten, dass wir das alle für sehr bedauerlich halten. Ja, wir sind auch sehr enttäuscht, denn das war eine sehr gute Bewerbung. Das war eine Bewerbung, in der wir als Land mit der Stadt Frankfurt und insbesondere auch mit Herrn Stadtrat Frank sehr eng und sehr gut zusammengearbeitet haben. Und der VDA hat doch auch erklärt, es sei eine sehr gute Bewerbung gewesen, und alle seien ganz eng beieinander gewesen. Meine Damen, meine Herren, ich will der Versuchung widerstehen, Ihnen im Detail alles vorzutragen. Aber ich glaube, man wird nicht völlig falsch liegen, wenn die Entscheidung des VDA ganz wesentlich von der Überlegung getragen wurde, dass man eine neue IAA möchte und dass unter neu ganz besonders auch ein neuer Ort zu verstehen war. Die einzelnen Argumente werden wir ja vielleicht später noch hören. Aber wir sollten der Versuchung widerstehen, das, was wir dort vorgetragen haben, was gemeinsam vorgetragen wurde, im Nachhinein schlecht zu reden. Das war eine sehr gute Bewerbung, und es war eine gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land. Und darauf lege ich größten Wert, meine Damen und Herren. Die Debatte hat einige Punkte aufgezeigt, auf die ich eingehen will. Vielleicht eine Bemerkung noch zur FDP. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Antrag ist ja nun mehr als durchsichtig. Sie haben eine Chance gesehen, irgendwie der Landesregierung jetzt ein Bit zu geben. Kollege Wagner hat es ja gesagt. Es waren ja eine Reihe, 7 Städte. Köln hat sich auch beworben. Hätten Sie allen Ernstes den Antrag gestellt, die CDU-FDP-Regierung in Düsseldorf habe jetzt die Schuld und der FDP-Wirtschaftsminister Pinkwart sei schuld, hätten Sie natürlich nicht gemacht. Und hätten wir Frankfurt am Ende als Sieger bekommen, dann hätte die FDP. Kollege Müller, bleiben Sie ganz ruhig. Weil ich weiß ja, was Sie gemacht hätten. Stellen Sie sich mal vor, Frankfurt wäre als Sieger dabei rausgekommen. Die FDP wäre die erste Fraktion gewesen, die mit einem dringlichen Antrag den grünen Wirtschaftsminister hier gelobt hätte. Glauben Sie es allen Ernstes? Das ist doch alles völlig durchsichtig. Meine Damen und Herren, das kann man abhaken. Was man nicht abhaken kann, sind offenkundige, vorsätzliche Falschbehauptungen. Sie schreiben allen Ernstes in Ihrem Antrag, die Landesregierung habe es versäumt, ein klares Bekenntnis zur IAA in Frankfurt abzugeben. Sie bestätigen das auch noch. Ich sage Ihnen jetzt mal in aller Klarheit, das ist vorsätzlich falsch. Und Sie wissen, dass es falsch ist. Sie wissen, dass es falsch ist. Und das lasse ich Ihnen nicht durchgehen. Im Gegensatz zu manchem anderen hatte ich ja die Freude und die Ehre, bei der Eröffnung der IAA zu sprechen. Und wer da war, weiß genau, was ich dort gesagt habe. Gerade wegen dieser ganzen Ungereimtheiten um die Äußerungen des Frankfurter Oberbürgermeisters, die natürlich nicht hilfreich waren, habe ich mir erlaubt, dort zu erklären, für das Land Hessen und die Stadt Frankfurt. Ich gebe zu, ich habe vorher die Stadt Frankfurt nicht gefragt.
Ich habe aber erklärt, für Hessen und die Stadt Frankfurt erkläre ich hier, dass wir uns auf die IAA freuen und dass wir die auch in Zukunft dort haben wollen. Am gleichen Tag habe ich mit dem Präsidium und dem Präsidenten über die Zukunft gesprochen. Das war übrigens der Präsident Mattes, der am Tag der Eröffnung anschließend seinen Rücktritt erklärt hat, weil sie im VDA miteinander im Streit lagen. Zwei Tage später, da war die Messe gerade eröffnet, hat dieser Wirtschaftsminister mit dem Präsidium des VDA über die Zukunft der IAA in Frankfurt gesprochen. Wir haben nicht jeden Tag eine Pressemeldung daraus gemacht, aber wir haben ganz intensiv für die IAA gearbeitet, meine Damen und Herren. Wir haben beide, und ich dreimal, mit sämtlichen Mitgliedern des VDA-Präsidiums gesprochen. Übrigens bei dem Mobilitätsgipfel im Kanzleramt. Mit jedem. Und auch mit dem Präsidenten der Zuliefererindustrie, die eine sehr große Bedeutung haben. Und alle haben mir gesagt, wir sind völlig offen. Okay. Ich habe mit der neuen Präsidentin des VDA gesprochen. Ich habe Anfang dieses Jahres für die Landesregierung brieflich dem VDA mitgeteilt, dass wir das nicht nur unterstützen, sondern jegliche Unterstützung der gesamten Landesregierung für die Durchführung der IAA in Zukunft machen. Und unser Wirtschaftsminister ist gemeinsam mit Frankfurt zu dieser Präsentation gefahren. Meine Damen und Herren, mehr kann man nicht machen. Was sollen wir denn sonst noch tun, meine Damen und Herren? Es gilt jetzt, den Blick nach vorne zu richten. Da bin ich ganz bei Kollegen Boddenberg. Meine Damen und Herren, was wir zunächst einmal realisieren müssen, es gibt keine Selbstverständlichkeit mehr, dass irgendwo Messen stattfinden. Der Messemarkt ist ein globaler, und das hat viele Gründe. Und ich bin ganz bei dem Kollegen Boddenberg. Ich hatte ja einmal selbst fast ein Jahrzehnt Gelegenheit, im Aufsichtsrat dort mitzuwirken, auch mit Kollegen der FDP. Ich sage, wir dürfen dankbar sein. Und das ist ein Teil hessischen Erfolges. Das ist die drittgrößte Messegesellschaft der Welt. Und sie ist die einzige in Deutschland, die einzige, die ohne Steuergeld auskommt, die sogar noch Gewinne erwirtschaftet, meine Damen und Herren. Das hat viel zu tun mit einer sehr klugen Politik, die wir dort miteinander machen. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es der Messe gelingt und auch ihren Gesellschaftern, neue Messeformate, auch neue Messen dorthin zu bekommen. Weil darüber muss man doch gar nicht streiten. Die Messe ist nicht nur historisch gesehen, sondern auch für die Zukunft eine der wichtigen Voraussetzungen für wirtschaftlichen Wohlstand in unserem Land. Und deshalb, Herr Kollege Eckert, Sie mahnen immer den Industriedialog an. Das machen wir doch. Das wissen Sie doch. Frau Kollegin Faeser hat übrigens am Dienstag in ihrer Grundsatzrede so halb kritisch zu mir gesagt, vor der Wahl konnten Sie sich einkriegen, waren ständig bei Opel. Ja, ich bin auch jetzt da. Nur im Unterschied zu manch anderen mache ich nicht jeden Tag eine Presseshow. Meine Damen, meine Herren, wenn wir nach vorne schauen, müssen wir eines zur Kenntnis nehmen. Und ich habe bewusst am Dienstag Folgendes gesagt. Ich habe am Dienstag, vielleicht nicht zu jedermanns Gefallen, gesagt, ich halte gar nichts von ideologischen Feldzügen, wir haben es gerade eben bei Frau Wissler wieder gehört, zum Thema Kampf gegen das Auto genauso wenig wie Kampf gegen das Flugzeug. Das hilft uns nicht. Die Wahrheit ist allerdings, neben all den zu Recht genannten Problemen, die die Automobilindustrie sich selbst macht, Sie sind in einem dramatischen Umbruch. Sie haben große konjunkturelle Herausforderungen. Das Stichwort Streit USA, China, Handels- und Zollgeschichten, das trifft uns. Das trifft uns massiv. Und spannende Frage, was können wir tun? Und deshalb, hier wurde gestern viel auch über Technologieoffenheit gesprochen. Die Automobilindustrie hat drei große Probleme. Erstens die konjunkturellen Herausforderungen der Weltwirtschaft. Zweitens die Digitalisierung. Das sind nämlich fahrende Computer, und sie stehen im Wettbewerb mit Giganten des Weltmarktes auf dem Bereich der Digitalisierung. Und das Dritte ist die unselige Konzentration auf die Elektroautos. Das ist das eigentliche Problem. Jeder weiß, 1 zu 10 ist der
das Volumen des Arbeitsmarktes Elektroauto gegenüber einem Verbrenner. So. Und genau das ist das Thema, um das es geht. Und dort sind wir hochaktiv. Hochaktiv. Wir sprachen gestern über die Frage von synthetischen Kraftstoffen und Ähnliches mehr. Und, sehr verehrte Frau Kollegin, ich habe mir das sehr genau angeguckt, was bei Opel passiert. Glauben Sie, Industriedialog bedeutet, ich erkläre denen öffentlich, was wir glauben, was schlauer ist? Wenn das Unternehmen, wenn der Betriebsrat und die IG Metall gemeinsam zu einem Ergebnis kommen, wie sie diesen Strukturwandel versuchen zu schultern, dann sollte Politik genau zuhören. Sie sollten aber vermeiden, dass wir besserwisserisch daherkommen. Wir können es im Zweifel nicht besser als diejenigen, die in diesem täglichen Wettbewerb stehen, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, erlauben Sie mir nur den bescheidenen Hinweis auf die mit den Fraktionen verabredete Redezeit. Herr Präsident, ich komme gleich zum Schluss. Und deshalb, das wird vielleicht den einen oder anderen jetzt wundern, wer auch immer am Ende aus dieser Bewerbung als Sieger hervorgeht. Ich wünsche der IAA, wo immer sie denn stattfindet, vollen Erfolg. Denn dieser volle Erfolg als Schaufenster der Automobilindustrie in Deutschland, das ist erforderlich, und davon werden auch wir etwas haben. Denn die Automobilindustrie ist die wichtigste Industrie, was die Arbeitsplätze angeht. Sie ist ein unverzichtbarer Baustein für unseren Wohlstand. Und bei allem Bedauern und auch bei der Traurigkeit, dass wir das jetzt nicht mehr ausstellen, vielleicht ändert sich das ja mal wieder. Aber ich fasse das mal so zusammen. Die Hessische Landesregierung hat, was die IAA angeht, alles gemacht, was man nur machen kann, von Anfang an. Dieser Wirtschaftsminister hat nie einen Zweifel gelassen, wo er steht, nämlich für ein starkes, wirtschaftlich starkes Hessen, für einen Industriestandort, der die Zukunft sichert. Und, meine Damen und Herren, ich will es mal sagen, es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist uns gemeinsam mit dem Bund gelungen, 5.000 Arbeitsplätze hier zu retten, indem wir in zwei Tagen entschieden haben, dass wir einsteigen mit etlichen Millionen. Das ist nicht ganz einfach. Und dass Condor offenkundig auf einem guten Weg ist, das hat auch etwas mit dieser Regierung zu tun, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Es liegen Wortmeldungen für eine zweite Runde vor. Es hat sich als Erster gemeldet der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Ministerpräsident, lieber Volker Bouffier! Ich verstehe, dass Sie heute hier geredet haben und nicht der Verkehrsminister, weil Sie haben bei dem Thema Glaubwürdigkeit, die dem Verkehrsminister hier absolut abzusprechen ist. Bei uns war es halt von Anfang an Chefsache, mein Lieber. Der Verkehrsminister hat nie auch nur zweifeln lassen, wo er steht. Er hat nie erklären lassen, wo er stehen müsste, nämlich auf der Seite der Automobilindustrie. Er hat nämlich, Herr Ministerpräsident, wenn Sie das Wort hier eingeführt haben, der Besserwisser, der der Industrie kluge Ratschläge gibt. Ich würde sagen, der Besserwisser, der seit Jahren der Industrie bessere Vorschläge macht, der sitzt da als Wirtschaftsminister. Der hat das unendlich oft hier gemacht, der Besserwisser, der Industrie Vorschläge gemacht hat. Das ist doch Tarek Al-Wazir und niemand anderer in diesem Haus. Und jetzt will ich mal zu diesem janusgesichtigen Grünen kommen. Es ist ja nicht mehr zu fassen, wie Sie sich wandeln, Herr Wagner, lieber Herr Wagner, ich zitiere jetzt mal aus dem Protokoll des Hessischen Landtags. Das ist nicht frei erfunden. Da haben Sie gesagt, es ist auch nicht der Frankfurter Oberbürgermeister, der die Zukunft der IAA und der Automobilindustrie gefährdet. Das schafft diese Branche schon ganz alleine, meine Damen und Herren. Und es gab den Applaus von Ihnen, von der SPD und von den LINKEN. Hier hat keiner applaudiert bei diesen Aussagen. Sie sind doch diejenigen, die das Porzellan zerschlagen haben. Liebe Freunde von den GRÜNEN, es ist nicht egal, ob die Regierungsfraktion bei den Demonstranten gegen die IAA steht, wie ihre Abgeordnete dort standen und gegen die Automobilmesse demonstriert haben, und dann hier zu erzählen, die wären dafür, das glaubt Ihnen doch keiner. Das Porzellan ist vorher zerschlagen worden. Das haben Sie zu verantworten und Ihr Minister. Und jetzt sage ich Ihnen mal was.
Frankfurt hat die besten Voraussetzungen. Fast 70 Jahre ist die Messe hier. Wir haben die besten Voraussetzungen, wir haben die Erfahrung, wir haben die beste Messegesellschaft, wir haben den Flughafen. Alles ist top, um eine Bewerbung abzugeben. Wir sind noch nicht einmal in die Endausscheidung gekommen. Kein Wort von Ihnen in Demut und zu sagen, es tut uns leid, wir haben etwas falsch gemacht. Nichts. Die anderen sind wieder schuld. Nicht einmal Endausscheidung. Und wenn Sie sagen, Neuanfang, warum kann ein Neuanfang an der Messe nicht in Frankfurt sein? Warum können wir nicht innovativ sein? Warum können wir zusammen mit den Automobilkonzernen nicht hier etwas Tolles auf die Beine stellen? Weil Sie es ja eigentlich gar nicht wollen. Sie sind doch froh, dass diese Messe weg ist. Froh sind Sie. Und ich bin Frau Wissler so dankbar für diese Rede. Frau Wissler, ich bin Ihnen so dankbar. Sie waren die Einzige hier, die einmal das gesagt hat, was sie vorher gesagt hat, bevor die Messe weggegangen ist. Sie haben es jetzt auch noch einmal gesagt. Sie waren die Einzige hier. Sie waren die Einzige, Frau Wissler. Und ich will Ihnen einmal etwas sagen, wenn Sie Frau Wissler zugehört haben, die ja klar gesagt hat, es ist doch gut, dass die Messe weg ist. Wenn Sie Frau Wissler zugehört haben, das ist das, was Tarek Al-Wazir, was Tarek Al-Wazir 2012, wenn er nicht Minister gewesen wäre, hätte Tarek Al-Wazir genau die Rede gehalten, wie Frau Wissler hier gehalten hat. Genau die Rede. Und heute noch denkt er das. Und darum ist es ihm egal, ob die Messe weg ist oder nicht. Und liebe Freunde, man kann 6 Jahre grüne Wirtschaftspolitik in einem Land machen. Man kann 6 Jahre grüne Wirtschaftspolitik in einem Industrieland machen. Aber dann trägt man eben die Konsequenzen. Dann hat man Tausende von Arbeitsplätzen, die abgebaut werden in der Automobilindustrie. Dann wird halt Condor polnisch. Dann ist es halt so. Und dann ist es so, dass die Automobilmesse weg ist. Das ist industriepolitisch eine Entwicklung. Und das sind die ersten Aufschläge. Wissen Sie, was die nächsten Jahre noch auf uns zukommt? Das ist ein Vorgeschmack grüner Industriepolitik, auf die wir uns jetzt in Hessen einstellen können. Und ich will noch einmal mit dem Kollegen Wagner hier mit dem Zitat enden. Herr Wagner, Sie haben nämlich im September hier die Maske fallen lassen in der Debatte, und jetzt verkriechen Sie sich bei Podiumsdiskussionen hinter Allgemeinplätzen. Sie haben gesagt, Herr Wagner, nachlesbar im Landtagsprotokoll, meine Damen und Herren, das alles zeigt, die IAA und ihre Macher müssen aufpassen, dass sie die Zeichen der Zeit nicht verschlafen. Sie müssen aufpassen, dass die IAA nicht eine Dinosauriermesse wird. Nein, Herr Wagner, Sie haben es nicht verstanden. Wir hätten aufpassen müssen. Die Messe ist nämlich jetzt weg. Wir hätten aufpassen müssen. Sie haben es nicht verstanden. Diese Arroganz und Borniertheit treibt die Industrie aus unserem Land weg. Das kostet Arbeitsplätze. Das kostet Zukunftschancen. Und das wäre bei Schwarz-Gelb nicht passiert. Vielen Dank. Herr Staatsminister Al-Wazir hat sich für die Landesregierung gemeldet und kann, wenn er möchte, direkt reden. Herr Staatsminister. Herr Rock, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich noch einmal gemeldet wegen einer Äußerung des Kollegen Rock. Zur IAA muss ich nichts sagen, weil da ist alles gesagt. Bei uns ist übrigens klar, wer der Chef ist. Das ist vielleicht bei anderen anders. Aber Sie haben gerade gesagt, das ist das Ergebnis grüner Wirtschaftspolitik, dann wird halt Condor polnisch. Was wollen Sie damit eigentlich sagen? Was wollen Sie damit eigentlich sagen? Wollen Sie damit sagen, dass es falsch war, dass Condor einen Investor gefunden hat, der den weiteren Betrieb ermöglicht, den Erhalt von 5.000 Arbeitsplätzen ermöglicht und ermöglicht, dass der Kredit, den wir mit verbürgt haben, am Ende auch zurückgezahlt wird? Wollen Sie das damit sagen? Wissen Sie, ich höre mir hier alles an, und zu sagen, jeder ist ja selbst verantwortlich für das, was er sagt oder nicht sagt, und muss dann auch dafür verantwortlich sein, ob er ernst genommen wird oder nicht. Das ist alles nicht mein Thema. Deswegen zur IAA müssen wir nichts sagen. Aber noch einmal. Wissen Sie, wer sich kritisch geäußert hat, als wir den Kredit organisiert haben?
Teile der FDP-Bundestagsfraktion, die gesagt haben, man soll diesem pleitegegangenen Unternehmen nicht mit Staatsmitteln helfen. In Ihrer alten Ideologie, von wegen mit der FDP, wäre das nicht passiert. Ich glaube, es geht los an dieser Stelle. Es ist wirklich so. Also, an diesem Punkt sollten Sie hierher kommen und das zurücknehmen und sich dafür entschuldigen, nicht wegen mir, sondern wegen den 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Condor, die eine Zukunft haben, ja, unter einer polnischen Mutter, aber mit einer Perspektive und nach Tarif bezahlt. Bei denen sollten Sie sich entschuldigen, Herr Rock. Herzlichen Dank. Nächster Redner noch im Rahmen der zweiten Runde ist der Kollege Gagel. Eigentlich hätte Herr Kollege Gagel vor Herrn Rock reden können, da er vor Herrn Rock abgegeben hat. Aber ich habe die Rednerreihenfolge vertauscht. Deswegen bitte ich um Verzeihung. Dafür haben Sie jetzt das Wort. Kollege Gagel, 5 Minuten für Sie. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Herr Präsident, natürlich sind Sie der Chef und bestimmen hier die Reihenfolge. Das habe ich jetzt auch gerade gelernt. Vielen Dank fürs Wort. Da die Diskussion ja jetzt ein bisschen abschweift, gehe ich jetzt auch noch mal drauf ein. Und ausnahmsweise muss ich unserem Minister an der Stelle, was Condor betrifft, tatsächlich mal recht geben. Nee, Herr Rock, nee. Da haben Sie sich echt vertan. Ob Condor polnisch wird oder ob es algerisch wird oder ob es amerikanisch wird, ist hier nicht die Frage. Sondern was die schwarz-grüne Landesregierung gemacht hat mit dem Überbrückungskredit, sie haben 5.000 Arbeitsplätze in Hessen gerettet. Und das ist auch nach unserer Auffassung professionell gelaufen. Und da muss man ausnahmsweise der Landesregierung oder hier Herrn Al-Wazir tatsächlich mal sagen, das hat er richtig und gut gemacht und das verdient unsere Unterstützung. Und an der Stelle liegen Sie falsch. Aber zurück zur IAA. Zurück zur IAA. Der gestrige Tag, den kann man umschreiben mit der Überschrift Totalversagen für Hessen. Ich will den Ministerpräsidenten, der sich durchaus für die IAA eingesetzt hat, hier mal ein bisschen schonen. Aber was wir doch das Problem haben, ist nicht, dass hier eine Person das Problem der Politik ist, sondern wir haben grundsätzlich ein Politikproblem. Und dieses Politikproblem hängt genauso, wie es der Kollege Rock eben gerade gesagt hat, nämlich an der grünen Wirtschaftspolitik, die ja seit 6 Jahren in Hessen arbeitet. Und das ist das Problem, das wir haben. Und, meine Damen und Herren, traurig aber wahr, die CDU hat sich kapern lassen von grüner Politik. Die Grünen machen die Politik, und Sie sind der Mehrheitsbeschaffer für die Politik. Und es ist ja auch kein Wunder. Angesichts von Dieselfahrverboten, von promoteter Elektromobilität, Arbeitsplatzverlusten in der Zulieferer-Autoindustrie, jeden Tag macht ein Zulieferer zu, ist es doch ganz klar, Herr Wagner und Herr Boddenberg, es hat eine Klimaveränderung in Hessen gegeben. Eine Klimaveränderung. Eine Klimaveränderung. Ja. Eine Klimaveränderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Gagel, halten Sie bitte einen Moment inne. Ich bitte um Ruhe und um Aufmerksamkeit für den Redner. Herr Kollege Gagel hat das Wort. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass wir heute am Donnerstag noch einmal so schön lachen können und dass alle lachen. Das erfreut mich, dass ich das Haus zum Lachen bringe. Ja. Selbst Sie lachen auch mal, Herr Boddenberg. Das finde ich gut. Sie lachen viel zu selten. Also insofern, ja, sehen Sie mal, aber das ist doch wenigstens mal ein schöner Erfolg, den ich heute habe. Es hat eine Klimaveränderung in Hessen gegeben. Ja. Gegen das Auto, gegen die Autofahrer. Und diese Klimaveränderung, meine Damen und Herren, ist dafür verantwortlich, dass wir in Frankfurt und in Hessen die IAA jetzt nicht mehr haben. Wer autofeindliche Politik macht,
Und das ist sowohl die schwarz-grüne Landesregierung als auch der Kollege Oberbürgermeister Feldmann in Frankfurt. Dieses Zusammenwirken ist eine toxische Mischung für Hessen gewesen. Und Sie, wie Sie hier alle sitzen, sind dafür verantwortlich, dass die IAA jetzt nicht mehr in Frankfurt ist. Und Sie tragen die Verantwortung für das hessische Handwerk, für die hessische Industrie, für die hessische Wirtschaft, dass Umsätze in der Größenordnung von mehr als 100 Millionen € verloren gehen in der Zukunft und dass es Arbeitsplatzverluste in einer größeren Magnitude geben wird. Das können Sie sich heute auf Ihre Liste mit draufschreiben. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir übernehmen gerne. Die AfD übernimmt gerne. Sie als CDU lassen sich von grünen Ideen begeistern, fabulieren was von Klimaschutz und Elektromobilität. Die AfD ist die Partei der Autofahrer, und wir übernehmen gerne. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Kollege Gagel. Nächster Redner für die Fraktion der Liberalen ist deren Fraktionsvorsitzender, Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin jetzt schon ein bisschen länger hier im Haus und kenne ja die versuchten rhetorischen Tricks des Ministers, dann mit einem anderen Thema von seinem Versagen abzulenken. Das kenne ich ja schon alles, und da kann ich auch gut darauf reagieren, Herr Al-Wazir. Sie kommen hier vor, wir debattieren die IAA, wir debattieren das Versagen der Landesregierung, sodass wir nicht einmal in die Endausscheidung gekommen sind. Wir sind vorneweg gescheitert. Dazu haben Sie natürlich kein Wort gesagt, sondern Sie versuchen, vom Thema abzulenken. Und das ist billig. Das ist billig für jede Kleinigkeit, die hier in Hessen passiert. Da drucken Sie und Ihre Posterboys Flyer, und da sind Sie nicht schnell genug auf dem Foto. Da sind Sie nicht schnell genug auf dem Foto. Und wenn Sie als Verkehrs- und Wirtschaftsminister die Verantwortung haben, mit die Verantwortung haben, dass die IAA heute woanders ist, sagen Sie kein Wort, sondern versuchen wieder mit dem Finger auf andere zu deuten. Das sind Sie, Herr Al-Wazir. Das ist Ihre Politik. Aber Sie haben mir ja netterweise jetzt noch einmal 5 Minuten gegeben, dass ich auch noch etwas zum Luftverkehr in Hessen sagen kann. Da kann ich noch was zu sagen, Herr Al-Wazir. Es gibt keinen Politiker im Hessischen Landtag, der jemals so umgefallen ist wie Sie. Sie sind der Umfaller dieses Hessischen Landtags. Sie sind bei dem Ausbau des Frankfurter Flughafens umgefallen. Sie sind beim Terminal 3 umgefallen. Und Sie sind ja auch nicht einmal aufgetaucht und haben sich gestellt. Sie haben mit Ausreden sich irgendwo hin weggewunden. Immer wenn es eng wird für Sie, Herr Al-Wazir, da sind Sie weg. Da sind Sie nicht zu sehen. Beim Häppchentermin sind Sie mit dem Flyer da. Aber wo es zählt, da sieht man Sie nicht. Vor allem nicht, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Und jetzt sage ich ja einmal, was am Flughafen und mit dem Luftverkehr in Hessen passiert, ist ja ähnlich wie bei der IAA. Wir haben ja die IAA womöglich nicht bei der Endentscheidung verloren, sondern wir haben sie durch das schlechte Klima, was Sie hier verbreitet haben, seit Mitte letzten Jahres zu dem Thema, haben wir deshalb die IAA verloren. Und beim Flugverkehr ist es doch genauso. Sie sind doch nicht der Freund des Flughafens. Sie sind doch nicht der Freund der größten Arbeitsstätte Hessens. Sie sind doch nicht der Freund, der für Steuererleichterungen oder Vergünstigung von Fluggesellschaften kämpft. Sie haben doch auch genauso dazu beigetragen, dass die Lufthansa, die Condor, all diese Gesellschaften dort so unter Druck stehen und sanieren müssen. Das ist doch Ihre Politik. Ja, ist so. Grüne Wirtschaftspolitik hat ihren Preis. Und je enger und je härter es wird in der Weltwirtschaft, umso brutaler wird der Preis für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, für das Wirtschaftswachstum, für die Industrieunternehmen. Und dieser Preis, das haben wir jetzt den Anfang davon gesehen, nicht das Ende. Und wir warnen davor, so eine Politik weiter fortzusetzen. Sie wird Arbeitsplätze kosten. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rock. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und stelle die Frage, was machen wir mit den Anträgen? Wollen wir alle gleich abstimmen? Also zwei dringliche Anträge und ein dringlicher Entschließungsantrag. Gleich abstimmen? Ihren. Was ist bei der CDU und bei den GRÜNEN? Gleich abstimmen. Und was haben wir noch? Die FDP. René Rock, was machen wir? Gleich abstimmen? Alles klar. Also, fange ich an. Tagesordnungspunkt 40, dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-2144. Wer für Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen.
Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 41, Dringlicher Antrag Fraktion der AfD, 20-2150. Wer für Annahme ist, bitte um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Bitte Ruhe jetzt. Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist er abgelehnt. Und wir haben den Tagesordnungspunkt 42, Dringlicher Entschließungsantrag CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, 20-2159. Wer ist dafür? Das ist CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Gibt es jemanden, der sich enthält? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit ist der Antrag angenommen.